Herzlich willkommen zu Part, bereits der 20. Part von Pokémon Doppel. Und im letzten Part sind wir hier stehen geblieben bei diesem kleinen Mädchen, was einen dazu einlädt, ihren Papas Ort zu besuchen, der eine Kampfstrandhütte so ähnlich fühlt. Würde ich sagen, Figaro könnte noch einen Krampf vertragen, nicht wahr? So, aber jetzt sind wir gerüstet. Dann schauen wir mal hinein. Aber sieht ziemlich leer aus. Hallo, Kleines. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind. Aber heul bloß nicht los. Ich glaube eher, dass du heulen musst, Kleines. Das gleiche gilt. Das gleiche gilt für dich. Und du kannst gelernt. Stella. Nichts mehr. Sieh nur, was du bist. Schnell, besiege schnell. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du
stolzem Ich. Okay. Dann zeig dich mal. Okay. Stella kann wieder nichts machen. Das nervt mich jetzt schon ein wenig. Ich wäre sehr froh, wenn demnächst irgendein Feuer-Pokémon auftauchen würde. Dass du Level 20 geworden bist. Super. Okay, kriege ich jetzt hier was dafür? Du bist brandheiß. Die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Sprudel erhalten. Jetzt muss ich sie nicht kaufen, aber kann man die auch kaufen? Was ist das denn? Okay. Und das hier? Auch nichts. Hier hinten auch nichts. Okay, was soll das denn darstellen? So Kühlgetränkelager, was ist das? Wenn das kein Automat ist? Was soll das denn sein? Ach ja, haben wir schon durchgelesen. Sonst haben wir schon alle durch, nicht wahr? Yep. Schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir hier ein Item, wollte ich sagen, aber wenn man nicht mal hin kann. Grafikpad CD. Hier kann man. Oder auch nicht. Okay. Na dann. Geht's. Hallo, Sie. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man Dutzende von Kilometern weit. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Das ist deine Frage, ne? Wo kommt man hier hin? Sieht aus wie ein Stand. Wieso Stände? Ein Flohmarkt! Was dafür kann ich denn kaufen? Eine Azuri-Puppe? Lag sie auf einer Matte oder einem Tisch? Okay. Meryl-Puppe? Leg sie auf. Okay. Und eine Neko-Puppe. Ich glaube, noch könnten wir das nicht gebrauchen. Immer wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe wie bescheuert ein. Kann das nicht passieren, da habe ich schon. Ich bin der statuswerte Guru. Ich werde dir helfen, was du brauchst. Okay. Also noch müsste ich jetzt nichts einkaufen, aber noch geht's bei einem. Oh, dein Stolonia.
musst dich mehr anstrengen. Dann gebe ich dir und deinem Pokémon ein schönes Geschenk. Oh, wie ist es, wenn ich Figaro nehme? Das war ja mein erstes Pokémon, daher ein Tausch. Genau. Oh, dein Jungblut. Okay, da muss es wohl voll entwickelt sein. Genau, wenn ich den Champ besiege, komme ich wieder. Ne? So, machen wir es. Dann schauen wir mal weiter. Was kann man denn noch haben? Einkaufen, wo man die salzige Luft des Meeres einatmen kann. Grafenpoor City ist ein so toller Ort. Oh, schau dir das an. Das Seegras hier in dieser Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht aus, als könne es sich aufrichten und angreifen. Danke, dass du mir das erzählst. Diese Vase sieht sehr teuer aus. Schauen wir mal hinein. Oh, sie ist leer. Oh, kann man hier was haben? Hä? Warum ist dann extra sowas dabei? Kann man von... Okay, wieder nichts drin. Kennst du die TM Geheimpower? In unserer Gruppe mögen alle die TM Geheimpower. Eines unserer Mitglieder wird sie dir geben. Sag mir, wenn du sie hast. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir unter die Hand tolle Sachen verkaufen. Okay, etwas zwielichtig, leicht zwielichtig, aber okay. Viel verpasst dafür. Kann man hier hinten auch noch? Nee. Okay, dusch, geh mal. Da ist die Magma, oder? Erhältst du ein Pokémon durch Tausch, kannst du den Kosenamen nicht ändern. Die Liebe des ursprünglichen Trainers drückt sich in dem Kosenamen aus. Was ich scheiße finde. Ich meine, wenn der andere Trainer es gar nicht umbenannt hat, zum Beispiel, dass es immer noch Baumpel oder so heißt. Was ist da bitte der Kosename? Warum kann man das dann nicht ändern? Das ist etwas unlogisch. Hallo. Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine reiche Ernte. Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Sehr lehrreich. Brickwerft. Gesucht. Ein erfahrener Seemann, der die Gefahr nicht scheut. Ach, haben die nicht genug? Eine Wettbewerbshalle für Pokémon wurde kürzlich in Grafenpoor City eröffnet. Ich plane dorthin hinzugehen, wenn ich meine Pokémon besser trainiert habe. Oh. Stolina könnte vielleicht was bringen. So süß wie sie ist. Also Stella bin ich. Weißt du, was mit alten, nicht mehr seetüchtigen Schiffen gemacht wird? Sie werden im Meer versenkt und so zu Lebensraum für die Pokémon. Oh, das ist schön, irgendwie. Hallo! Ein Pokémon hat ein hastiges Wesen. Seine Initiative ist im Vergleich zu meinen anderen Pokémon höher. Vielleicht hat ihr Wesen etwas mit den Statusvorteilen der Pokémon zu tun. Oh, da habe ich jetzt bei meinen gar nicht aufgepasst. Um an dem Wettbewerb teilzunehmen zu können, brauchst du eine Wettbewerbskarte. Die bekommst du leicht. Jeder, der ein Pokémon hat, bekommt eine. Ach, cool. Wäre das doch im Real Life so. Bei... Okay, jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es durch die vergossenen Tränen der Pokémon entstanden ist? So haben sie geweint. Da frage ich mich eher, wieso sie geweint haben. Naja, ich würde sagen, wir liefern mal das Päckchen ab. So, sind sie der Richtige? Wenn das hierhin gehört und das dahin, wo gehört dann dieses hierhin? Und was ist mit diesem Dingsbunk? Ach, ich werde daraus einfach nicht schlau.
Hallo, ich bin Bodmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da, sind das Devon-Wagen? Aber, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagt, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu bringen? Muss ich jetzt hier auch noch suchen gehen? Hallo, gibt es hier etwas, was ich haben kann? Okay, das lese ich jetzt mal nicht vor. Werden immer länger. Bald kommen so nur noch 30 Minuten Parts, kann ich mir vorstellen. Oh. Geil. Wie kommt man da zu ihm rein? Ich will rein. Ich will zu dir rein. Gar nicht? Okay. Na gut. Dann gehen wir wieder runter. Herabstrahlt. Das sind die Bedingungen, die so wechselhaft machen. Ganz genau. Die See ist wie lebendiges Wasser. So schnell Seekraft, deshalb helfe ich dir lieber hier aus. Jetzt bin ich voll rausgekommen. Also ich würde schon sagen, im nächsten Part suchen wir mal nach diesem und schau mal, was Team Magma hier zu suchen hat. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss!